Herzlich willkommen zum Let's Play War Thunder Part 4 diesmal. Ja, die letzten zwei Tage konnte ich einfach nicht aufnehmen, ich hatte keine Zeit dafür. Oder dazu. Ja, diesmal habe ich in Deutschland zwei neue Bomber, also sind nicht neu. Die sind für Rekrutierungslevel 1, aber habe vergessen, dass ich die noch habe. Und die sind recht gut, weil ich habe offscreen noch ein bisschen damit rumgespielt. Und läuft eigentlich recht gut damit. Wie ich sehe, geht die Erforschung ziemlich langsam voran. Deswegen habe ich auch gerade gar keine Lust eigentlich auf Deutschland. Und würde ich mal sagen, fliege ich mal mit Amerika. Gehe ich in eine Schlacht. 34 Schlachten, oh mein Gott, wie viele sind denn on? Albion im Nebel. Das ist eine starke Map. Die ist richtig, die macht richtig Spaß. Missionsziel, zerstören Sie die feindlichen Bodeneinheiten. Okay, also in diesem Modus geht das wohl nicht darauf so ab, auf Flugzeuge zu zielen, sondern eher auf Bodeneinheiten. Mache ich da mal. Wenn es da steht, dann mache ich auch. Und endlich das heiß ersehnte Wochenende. Heute letzter Tag, ziemlich unnötig, aber man musste hin. Und ja. Endlich Wochenende länger aufbleiben, machen was man will. Und ich habe in den letzten Videos eigentlich schon gesagt, im ersten und zweiten Part habe ich schon gesagt, ja, ich flieg mal Amerika. Habe ich aber nicht gemacht, weil einfach keinen Lustdruck gehabt. Aber jetzt mache ich es mal, denn in Amerika hat man Spaß an der Freude. Und im ersten, zweiten Part waren die Einstellungen falsch, an der Seite und oben und unten waren Ränder. Das Spiel haben die Einstellungen nicht ganz eingenommen. Und jetzt habe ich kurz was verändert und jetzt geht es. Im dritten Part muss es eigentlich auch sein, dass es geht. Also gute Einstellung ist. Ich hoffe mal. Denn meine eigenen Videos gucke ich nicht an. Aber naja, War Thunder macht mir immer noch Spaß. Wenn ihr das Spiel auch mögt, holt es euch einfach mal bei Steam. Das Spiel macht richtig Spaß. Oh, jetzt wurde ich gleich im Start getroffen. Es gibt so einen. Oh mein Gott, nein. Na, oh, Motor ist aus. Bitte landen. Aber trotzdem, es läuft noch. Okay, jetzt läuft es nicht mehr. Eine 4-1er KD. Okay. Kann ich mich mit anfreunden. Hoffentlich geht Amerika auch recht schnell mit dem Level hoch. Denn das würde mich freuen, wenn ich mal endlich Level abkommen würde. Ich weiß gerade irgendwie gar nicht, wo man das Level nachgucken kann. Da steht immer zum Beispiel Deutschland Level 22, aber es kann gar nicht sein. Also ich weiß nicht, wo das Level steht. Vielleicht ist auch das Gesamtlevel 7 bin ich jetzt. Vielleicht steht das für jedes Land zur Verfügung. Aber es wäre ein bisschen krass und könnte ich ja jedes Flugzeug jetzt schon beholen. Sagt es mir, wenn ihr es wisst, wo man das Level sehen kann. Weil durch den letzten Update kann man es irgendwie nicht mehr sehen. Flugzeug ist aber langsam. Danke, scheiße. Amerika hat am Anfang nicht gerade die schnellsten Flugzeuge, also wenn ihr Amerika fliegt, müsst ihr euch am Anfang damit gewöhnen. Oder daran gewöhnen. Boah, man, nichts getroffen. Hurensohn! Das gibt, der rammt mich und ich, Mann, ist doch bescheuert. Das ist richtig bescheuert. Die rammen mich, die müssten eigentlich meiner Meinung nach auch was verloren haben. Aber nein. Das nervt mich. Die sind einfach zu pussy, um zu kämpfen, rammen die einen, so dass man stirbt. Das ist ziemlich, das hasse ich. Weil hier steht Level 7, aber
Frenchie Tier 6. Das kann gar nicht sein eigentlich. Was heißt das? Okay. Ordner halten. Und das hier. Anzahl an Fahrzeugen. Aha, gibt 22. Das ist für die Fahrzeuge. Also müsste das hier das Level für alles sein. Ich glaube, ich hab's verstanden. So. Ah, das sieht doch vielversprechend aus. Da sind noch viele. Boah, wie gesagt, die Flugzeuge sind hier am Anfang echt langsam. Also, macht keinen Spaß am Anfang. Hoffentlich treffe ich auch was. Wenn nicht, wäre es peinlich. Also kann er das eine Minute zu warten? Ja. Einen zerstört, okay. Ah ja, aber noch ist gut halt. Boah, sind das. Nein, nein, das ist doch. Unser Team spielt einfach mal gar nicht im Team. Und immer die Gegner, die. Oh Mann, Alter. Vielleicht mal die P26, ja, die ist recht gut. Boah, nee. Mit schnell ist es, glaube ich, immer noch nicht, aber er macht gut Damage. Denn er hat ein starkes Mann. Ey, in jedem Video haben wir, glaube ich, immer verloren. Liegt das, dass ich ein Video mache und daran verlieren wir immer? Das gibt's doch nicht. Hier sieht man schon viel zu viele Gegner. Unser Team richtig schlecht. 3-0er, 6-1er haben die Gegner, 5-2er. Also diesmal habe ich ein richtig schlechtes Team. Es kommt hier sogar einer von hinten. Und unser Team macht hier mal gar nichts, um das zu verhindern. Wo hab ich ein blödes Team? Kann man gar nichts machen, weil ich habe kein Geschütz hinten. Hat er gerade eine Rakete geschossen? Ja, hau ab, feige Sau. So, zwei getroffen. Ey, Jungs. Und Mädels, wenn ihr das Video seht, das ist doch nicht mehr normal, wie die ein treffen. Nee, das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab nur zwei Bomber. Boah, nee. Guckt euch den mal an, Alter. Könnte ich so reinschlagen. Boah, nee. Das wird eine ziemlich kurze Folge. Aber nach der Folge mache ich noch eine Folge. 33,8. Ey, was ist da los? Der hat eine 10-1er KD, 6-2er. Unser Team ist mit einer besten mit einer 4-1er, ich habe eine 5-4er. Gibt's ja nicht. Ey, guck mal, ich kassiere jetzt schon! Ist das noch normal? Ey, das ist doch ein kleiner. Naja. Er rammt mich, er überlebt, ich treffe ihn nur. Und ich verkratze hier mal wieder. Das gibt's doch nicht, Alter. Ja, will ich nicht angucken, auch nicht. Ey, wir haben fast alle die gleichen Flugzeuge und das sind alles schlechte. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Boah. Gerade jetzt aus der Schule und dann so eine Scheißrunde. Das gibt's ja nicht. Ja, guckt's euch an. Ich nehme gleich noch ein Video auf und ja, bis zum nächsten Video.